Hallo, wir sind sie wieder von FIFA Player 2. Wir machen heute ein Spiel nach, und zwar Borussia Mönchengladbach in Marseille gegen Marseille. Ja, Olympique Marseille ist eine starke Mannschaft. In der Europa League ging das Spiel aus, Hinspiel 2-0 Sieg für Gladbach und Rückspiel 2-2. Schauen wir mal, was sich heute offenbart bei Basti mit Gladbach und Daniel mit Olympique Marseille. Ja, es gab keine Aufnahmeschwierigkeiten vor dieser Aufnahme, da hatten wir schon mal probiert. Leider war dann die Stickkarte voll, aber jetzt haben wir alles wieder im Griff. Und ja, wir fangen an mit einem schlechten Dribbling von Ekel Daniel, der das der Anfangsproblem hat und voll gegen die Stange läuft. Dann aber hat er das Ganze unter Kontrolle, ja, doch nicht so richtig. Ja, das kann er besser als in echt. Ja, genau. Nein, gut. Wir können anfangen mit dem Spiel. Jetzt sehen wir es mal wieder. Und zwar das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Olympique Marseille. Es geht los, Anstoß Marseille. Oh, da kommt gleich mal eine Grätsche, wenn er jetzt den Ball bekommt, und es wird abgepfiffen, weil nämlich... Oh, keine Karte. Keine Karte hat gegeben. Der kam aber ziemlich von hinten. Flanke, gefährlich. Der kam von hinten angerauscht, der Spieler von Gladbach. Aber da öffnen sie das Spiel richtig gut über Rupp, der die Seite gewechselt hat. Guter Pass auf Hanke wäre es gewesen, wenn angekommen wäre. Aber leider, Fehlpass. Sehr guter Trick. Schön Raum gemacht für Gladbach. Aber da ist der Ballverlust. Und da haben sie die schnellen Ayus-Brüder. Valbuena, die sind alle schnell. Da muss man echt aufpassen bei Gladbach, dass sie da einen nicht überkontern. Aufbau Gladbach über Hanke in der Mitte. Hanke kann den Ball ein bisschen beobachten. Sehr gut. Und dann Arango. In der Mitte steht einer frei, aber dann will er ihn reinpassen. Der Basti. Und dann ist das Tor auf einmal leer. Da ist dann Hanke, aber der ist nicht toll. Der Schuss ist nicht gut. Der geht weit über das Tor drüber. Abschluss. Mandanda. Der zweite französische Torwart nach Loris. Ja, das ist Rupp. Rupp erobert den Ball. Europapokal-Debüt. Heute jetzt guter Pass auf außen, auf Rupp, der kann glaube ich gut flanken. Gute Flanke, hin steht einer, aber dann kann Olympique Marseille wieder befreiend aufspielen. In echt war es nicht so. Oh, Grätsche, aber er läuft weiter. Jetzt gibt es Freistoß und wahrscheinlich die gelbe Karte, die erst in diesem Spiel. Ja, und zwar für Dominguez. Ja, das kennen wir, der geht immer ein bisschen robust zur Sache. Ja, die Flanke war jetzt nicht so, dass... Gelbe vom Eichen. Janschke, Rupp. Ah, packt da einen Trick aus. Hermann, geht da vorbei. Innen, außen. Oh, Hanke, ich will schießen. Aber da läuft ihn noch einer in den Weg. Nimmt ihn den Ball weg und jetzt können sie wieder aufbauen. Was für ein schöner Pass hier. Auf Valbuena. Aber der wird sofort wieder zurückerobert von Gladbach. Der Pass war nicht so gut, aber Nordwald läuft trotzdem hinterher. Schaut, dass er noch holen kann, holt aber nichts mehr raus. Jetzt geht schnell vielleicht mal. Nein, Gladbach spielt gut. Ja, sehr gut. Sehr gut, das war nicht mehr so gut dann. Aber Ball wieder erobert und er schießt. Aber der geht ein bisschen weiter neben. Hat jetzt ein bisschen näher angeschaut, ausgeschaut am Tor. Aber Abstoßmandant da. Ball gewinnt sofort wieder Gladbach. Was ist denn da mit Daniel Ecke los, wollen wir mal fragen? Steuerung, das übliche Thema. PS3, Steuerung, Wireless Controller, funktioniert der Scheiß wirklich? Das ist die Frage. Ein Panner, Hanke, gibt ihn ein Panner, und dann gibt's erstmal Eckball, weil der abgefälscht wird. Also, super gemacht. Jetzt Arango, Ecken kann er ja super reinschlagen. Oh, was macht er jetzt? Er will, dass Rupp ihn reinbringt. Rupp, naja. Gut, trotzdem nicht so tolle Ecke. Der geht ziemlich weit nach außen, aber da kommt hinten einer an den Ball ran. Und das ist Marx. Oh, der geht Sergio Ramos. Ich sag nur Sergio Ramos, man braucht gar nicht sagen, weil das wissen sie ja alle. Dann, ja, oh, wieder Ballgewinn, Ballverlust. Das geht immer hin und her. Meistens Ballverlust im Mittelfeld. Wieder Ballgewinn, Ballverlust, Ballgewinn. Ja, jetzt Remy mal, der läuft jetzt mal durch. Was macht der? Gut macht er das, aber... Bent kann klären, aber Remy will den Ball anscheinend holen, will keine Ecke haben, will die Flanke jetzt bringen, aber die war zu kurz. Max am Ball, Hanke, super Pass in den Lauf von Hermann, der kann jetzt gehen, aber der läuft dann in den Mann rein, das war nicht so gut, der hätte weiter außen bleiben müssen, der fast nochmal den Ball erobert.
Aber dann Marseille unkontrolliert nach vorne geschlagen. Sehr guter Ball. Fast, kann man sagen, Seitfallzieher. Na, Ayu. Ayu ist jetzt für mich noch der Beste mit Valbuena von der Mannschaft aus Marseille, wo jetzt Valbuena mal den Ball verliert. Und das ist kein guter Ball wieder von Hermann. Unkontrolliert. Nicht zu bekommen für Hermann. Wieder dieser Verrückzieherpass. Das ist nicht auf alle Fälle in Real Life nicht so. Aber ja, wir sind natürlich jetzt schon wieder. Remy kommt. Oh, da crashen die eigenen Spieler sich um. Ach, und dieser schlechte Klärball hat diesen sehr, sehr schlechten hohen Ball quer übers Feld drüber. Wo ich schon keine Eingreife. Gibt es einen Einwurf? Nee, der bleibt nur auf der Linie. Rupp, Angriff. Jetzt müssen sie mal ein Tor schießen langsam, sonst wird das ganze Scheiß hier langweilig. Anke, oh, erobert sie auch nochmal den Ball. Ah, Halbzeit. Ja, man muss sagen, bis jetzt ist es ein langweiliges Spiel. Beide Mannschaften trauen sich nicht so wirklich was, verlieren die Bälle schon im Mittelfeld, was man sich dann auch hofft, das ist natürlich schöner Konterfußball. Aber nein, es ist nur nix. Der Pass war wieder nix. Das ist das Sinnbild für die erste Halbzeit. Ach, keine guten Pässe. Ballverluste schon im Angriff. Keine richtigen Tormöglichkeiten. Eine gab es bis jetzt, da war von Hanke. Oh, guter. Nee, doch nicht. Wieder kein guter Ball. Aber wieder, das geht so hin und her. Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust, Ballgewinn, Ballgewinn. Und da ist der Ballverlust. Da ist der Ballverlust. Da ist der Ballgewinn. Der Ballverlust. So geht das hin und her. Die ganze Zeit. Ich muss mir den Schmarrn auch noch anschauen und kommentieren. Ja, in echt war es natürlich nicht so. Da ging es ein bisschen anders zur Sache. Schlechte Flanke. Der Stegen kann den sicher halten. Und da nein. Oh, so, ich glaube, der wirft jetzt den Gegner in die Eier. War aber nicht der Fall. Ja, gut. Dann geht es halt weiter. Arango. Arango. Ein bisschen trickst. Und dann kann er durchspielen. Steck ihn doch durch auf Außenbahn. Manometer. Und nochmal die Chance. Da will er schießen. Und schießt. Und nochmal. Nein. Und da hat er nochmal die Chance. Schießt den Gegner in die Fresse. Manometer. Das kann nicht wahr sein. Als Profi muss man doch das Tor treffen. Eieiei. Also Sebastian, was sagen Sie bis jetzt zu diesem Spiel? Ja, Ecke hat eine sehr gute Abwehr, muss ich sagen. Ja. Er blockt die ganze Zeit meine Schüsse, das ist irgendwie blöd. Ja, das habe ich auch schon bemerkt in den viermal hintereinander bisherigen Spielen, dass er sich gerne mal in die Schüsse reinwirft, weil er ist es ja nicht selbst, da kann man sich ja mal reinwerfen. Dann, ja, gut, aber das war jetzt mal gut gespielt, Sebastian. Jetzt kann er mal auf außen, ganz außen auf Arango nochmal spielen, aber da ist es zu langsam, das Sebastian, da ist es zu langsam. Oh, der grätscht das nix, wenn er den erwischt, dann kriegt er glatt rot. Oh, Ayu, der hat 1-1 geschossen im Hinspiel. Passt in die Mitte, Barton, Ter Stegen. Was gibt's? Abseits. Abseits war's, okay. So, Ter Stegen haut den Ball raus, macht er normalerweise nicht so. Ah, zurück zum anderen Torwart, Mandanda. Mandanda haut den Ball weg und Ballverlust. Ballgewinn, Ballverlust. Ja, sind wir wieder beim alten Thema. Ballverlust. Oh, das ist mal ein guter Angriff. Jetzt kann er durchgehen. Geh weiter und schießt. Und Mandanda hält. Das war bis jetzt die beste Chance, ganz klar, für Gladbach. Weil dann mal nicht der Kopf oder die Eier von Daniel Eckes Mannschaft im Weg waren. Oh, Ecke, die war nicht gut. Ecke, aber da kommt er nochmal hin. Der geht weit ins Aus. Hat gefährlich ausgeschaut. Zumindest wie er hingelaufen ist. Mandanda hat den Ball raus. Oh, ziemlich gefährlich auf Ayu, auf Valbuena. Das ist die beste Chance bis jetzt von Olympique Marseille und Ter Stegen hält die. Sehr gut gehalten von Ter Stegen, aber auch gut rausgespielt von Daniel Ecke, ganz klar. Die muss er dann halt mal machen. Oh, da kommt er schon wieder. Was für ein Schuss! Oh, jetzt kann er ihn rauslegen. Jetzt kann Arango erstmal gehen. Ah, guter Ball wäre es gewesen, wenn er zu Hanke gekommen wäre. Oh. Dieser Ball ist meist gefährlich. Nicht annehmen. Ja. Gut gemacht. Das, schätze ich mal, geht in die Verlängerung. Das gibt keine Entscheidung mehr. Das ist ein bisschen klätschert. Bis das dann noch eine Entscheidung kommen könnte. Da geht jetzt gar keine hin, ist auch schön. Dann, oh, Olympique verliert den Ball. Gladbach könnte nochmal kommen. Gladbach kann, sagen sie in England zu Gladbach. Gladbach. Und dann, Remy. Das kann die Entscheidung sein. Schlechter Ball, aber ich habe schon gesehen. Habe ich gesehen, dass er hingeht. Das Ding haut den Ball wieder raus. Ja, super.
Gut gemacht. Valbuena. Valbuena auf Ayu. Ayu verliert den Ball. Jetzt klappt er. Kann er mal kontern. Rauslegen. Auf Hermann. Der kann vielleicht nochmal allein durch. Jawohl. Super Trick. Beim ersten. Dann geht er am zweiten vorbei. Jetzt hat er noch einen am Hals. Da flankt er aber nicht gut. Da flankt er wirklich nicht gut. Wer in die Mitte hätte geziehen müssen. Aber was macht denn da Olympique? Hoch den Ball. Da hinten stehen Spieler von Gladbach, die sind 1,90. Und selbst haben sie einen Spieler mit 1,60 da vorne. Ja, das ist halt nicht so gut, dass du den Ball da vorschlägst. Bei Olympique aber dann. Oh, oh, oh. Was ist das hier? Kann ich drüberlegen? Er schießt selbst. Nicht gut. Nicht gut, von Danke. Und es ist aus, das Spiel. Wir machen natürlich klassisch. Ist natürlich nicht wie im Europapokal. Aber unentschieden ging es aus. Gut gemacht von den beiden. Unentschieden. Richtig krass. Muss ich sagen. Olympic. Jetzt bei der Verlängerung. Oh, der Pass war wieder krass. Wie er das hinbekommt, der Eckel, möchte ich auch mal gerne wissen. Dass er dem immer so komisch passte. Und jetzt mal schön rausgelegt. Oh, er hat sich, ich sehe es jetzt schon, es wird ein besseres Spiel in der Verlängerung. Oh ja, super gespielt, super gespielt. So, die will er Volley nehmen und der geht ins Aus. Jetzt erstmal Abstoß. Deswegen haut den Ball nicht gut raus. Ballgewinn. 1,60 gegen 1,70. Der 1,60er gewinnt den Ball. Oh, gut, Grätsche, muss ich sagen. Bassi hält gut dagegen. Für das, dass eigentlich die stärkere Mannschaft ganz klar auf der Seite von Olympique Marseille sitzt. Ecke, Daniel. Was ist jetzt los? Nichts. Nix. Also, jetzt gibt er wenigstens mal zu, dass es nicht im Controller liegt. Da, naja. Wie findest du bis jetzt den Basti, wie er spielt? Geht schon. Geht schon. Na gut. Ja. Das war ein Scheißball von Daniel Eckel. Ballgewinn, Gladbach, vielleicht nochmal jetzt rauslegen, auf ihn, rauslegen, da ist alles offen, super Pass, jetzt kann er flanken, in der Mitte steht einer frei, oh, die Flanke wird geblockt, aber es gibt Eckball, schlecht geklärt, möchte ich sagen, mal an dieser Stelle, ja, Daniel Eckel hat lange nicht mehr so diszipliniert gespielt wie heute. Oh, wieder kommt der Eckball, aber jetzt kann ein Konter rauskommen, wenn er einfach läuft, laufen, durchlaufen. Nochmal durchlaufen. Jetzt kann es passieren. Nein. Erste Halbzeit der Verlängerung ist vorbei, meine Söhne. Deswegen zweite Halbzeit der Verlängerung. Spannend wie immer. Meistens in der Verlängerung, möchte ich sagen, passiert das Ganze bei uns aus. Bei mir, das entscheidet sich dann schon meistens vorher. Bei Bayern zum Beispiel gegen Lille, möchte ich nochmal sagen, jetzt habe ich das Spiel souverän gewonnen mit 2-0. Da waren fast gar keine Chancen für den Herrn Eckel da auf der anderen Seite. Ja. Aber ich muss sagen, als Kommentator tue ich mich auch nicht schlecht, möchte ich sagen, nochmal hier an dieser Stelle, weil mir so scheiß langweilig ist, dass ich, ja, was soll ich eigentlich noch sagen? Angriff Gladbach, Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust, was soll ich sagen? Ja, das war mal richtig gut gemacht von Anke, aber mehr auch dann nicht mehr. Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust. Ja, so geht es dann halt weiter, bis ins Elfmeterschießen. Außer ich leg ihn jetzt nochmal raus. Nein. Und schon wieder blockt er ihn. Nochmal rauslegen vielleicht. Nein, Arango geht selbst aufs Tor. Und, oh, das wäre ein Traumtor gewesen von Arango. Ja, das wäre ein Traumtor gewesen. Aber Basti versucht ja wirklich von überall zu schießen. Ist meiner Meinung nach der bessere Spieler bis jetzt. Kommentiert es doch einfach. Schreibt es unten rein, wer der bessere war in diesem Match. Genauso wie in den anderen. Entweder Alex oder Daniel oder irgendeiner. Und da ist Hanke. Und der Schuss war nicht schlecht, aber er war doch daneben. Und ja, es geht ins Elfmeterschießen. Noch 2 Minuten, 1,5 Minuten zu spielen ungefähr. Ja. Ja, Ball gegen Gladbach. Guter Pass, nochmal Doppelpass. Jetzt vielleicht in den Lauf. Aber Hanke macht selber. Will er schießen? Rauslegen, rauslegen. Oh, aber es gibt Eckball. Letzte Chance jetzt. Letzte Chance jetzt. Für... Die Gladbach mit einer Ecke und jetzt müssen die Bohrarten, die nicht ganz Bohrarten, Olympique Marseille Spieler aufpassen, dass sie nicht immer ein neues Tor kassieren. Aber das war auch kein, oh, das war ein sehr guter Klärungsversuch und es gibt den Konter nicht mehr. Ja, ne, der Ecke hat ganz schön, ganz gerne bekommen. Aber es gibt Elfmeterschießen. Und Basti, ich kann dir eins sagen, wenn du das Elfmeterschießen nicht gewinnst, dann ist ein richtig unverdienter Sieger da und es ist der Ecke. Also, weil Ecke. Der Eckel und den hält er der Testing. Der Eckel, der verscheißt. Super gehalten vom Testing. Super gemacht, muss ich sagen. Echt
Ganz stark gehalten in der Mitte stehen geblieben und da ist der. Oh, super Elfmeter! 1-0 Gladbach, jawohl, gegen Mann, dann da. Der steht da im Tor wie so ein Schlafmütze und wieder in die Mitte. Nein, diesmal ganz platziert ins Kreuzeck, fast oben rein. Ah, das war Barton, glaube ich. Jetzt Mandanda gegen Max. Max war in der zweiten Aufstellung noch und der trifft! Trifft im Europapokal im Elfmeter, beim Elfmeter. Super, möchte ich nochmal sagen. Dieser Ehrgeiz. Oh, gehalten von Ter Stegen. Sein zweiter gehaltener schon. Oh, jetzt wird's Arango gemacht. Arango, der kann das eigentlich und der macht's nicht gut. Der macht's nicht gut. Arango fast halbmittig rein. Jetzt muss er Ter Stegen nochmal halten. Das kann er eh so gut. Das kann er gut, aber den hätte er nicht. Ah, gegen den kleinen schlaksigen Franzosen. Mandanda gegen Wendt, das kann das eigentlich, der ist platziert, der ist nicht platziert, wie schon gegen Aouel Limassol, er verkackt's, 2-2, Gleichstand, Tor, Olympique, Marseille, wer hat die Nase vorn, wenn er jetzt nicht trifft, ist Gladbach draußen, Rupp, er trifft nicht, Mandanda hält ihn, Gladbach verliert, und ich sag, Basti, du hast verkackt. Ja, den 1,5 Meter war blöd. Die Steuerung ist scheiße. Die Steuerung ist scheiße. Das kann ich auch sagen. Da sollte sich nochmal die PS, die ganze Firma nochmal überlegen von Sony, ob sie da nicht mal andere Controller machen, dass man wenigstens weiß, wo man hinläuft. Denn man weiß eigentlich sonst selten, wo man hinläuft oder hinschießt, weil es ungenau ist einfach. Man schießt einfach irgendwo hin. Das ist nur ein kleines, ja, Zuckerspiel hier. So spannend war sie nicht. Nur so. Okay. Wir verabschieden uns. Alex. Sebastian. Daniel. Und bis zum nächsten Mal. Servus.